Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück. So, wir wollten uns hier um die Affen kümmern. Das machen wir gleich. Allerdings würde ich jetzt bei den Flamingos mal ein bisschen was rausnehmen. Einige von euch haben gemeint, man sieht die überhaupt nicht vor lauter Zeugs in dem Gehege. Ja, dann nehmen wir einfach mal ein bisschen was raus. Ich hoffe, dass das für die Tiere okay ist. Die Bäume würde ich aber eigentlich so... Den Rest würde ich dann schon fast drinnen lassen wollen. Das vielleicht noch raus. So, aber der Rest bleibt jetzt. Genau, ein bisschen was zu futtern brauchen sie, ja. Habe ich denn eigentlich einen Wassernapf oder irgendwas hingestellt? Nee, ne, aber ich glaube, das werden die auch nicht so wirklich brauchen. Die haben ja genug Wasser. Okay, gucken wir mal. Wenn sie was brauchen, dann können wir dann immer noch eingreifen. So, Leute, verlasst mal bitte mein Affengehege. Dich mal da hinschmeißen und dich schmeiße ich mal da rein. Und dich mal irgendwo dahin. Gut, okay. Wir wollten Affen. Affen. Was für Affen nehmen wir? Schimpansen hatten wir, glaube ich, gesagt, ne? Gucken wir. Da. Schimpanse. 35.000. Also Geld haben wir mittlerweile genug. Herdengröße 4 bis 15. Okay. Das ist ja okay. Was braucht ihr? Viel zum Klettern. Das ist auch klar. Okay. Also eine Herde von 4. 1, 2, 3. Machen wir einfach mal 5, 6 draus und dann sollte das passen. So, ihr braucht zu essen. Da habt ihr einen Ameisenhügel. Was braucht ihr noch? Das war Gemüse, Früchte, Fleisch. Früchte und Fleisch. Das packen wir hier vorne mal hin. Und Früchte... Machen wir einmal hier neben und einmal dahin. Und Wasser brauchen die natürlich auch, ne? Und da packen wir auch nochmal Wasser hin. Können wir vielleicht auch nochmal einen Ameisenhügel woanders hin platzieren? Hier vielleicht? Okay. Gut, Insekten. Mir ist so kalt, ja. Also einen Heizer kriegt ihr auch. Den machen wir hier hin. Dann brauchen wir auf jeden Fall was zum Klettern, zum Hangeln. Hier können wir nämlich das schöne kleine Baumhäuslein nehmen. So. Ist das nicht ein Heizgerät? Doch, würde ich sagen. Dann brauchen wir noch was zum Klettern. Eine Hangelstange. Und sowas. Was können Affen noch gebrauchen? Ich denke, das war es im Großen und Ganzen erstmal, ne? Vielleicht noch eine Trommel, da können sie vielleicht auch noch was mit anfangen. Und dann auf jeden Fall auch noch ein paar Bäume. Da gucken wir gleich mal was. Früchte, rohes Fleisch. Ja, habt ihr ja alles hier. Einen weicheren Boden. Da wollen wir mal eben gucken, auf was für Boden die leben. 20 bis 40, was haben wir hier? 25, 50. Ist da irgendwie was zu hart? Irgendwie vielleicht ein Fleckchen zu hart gewesen? Ich will klettern, okay. Ich will klettern. Klettern. Dann klettert doch. So ein Häuschen können wir vielleicht da hinten noch mal eins hinstellen. Dann haben wir auf jeden Fall da genug. Ah, hier gibt es doch ein großes. Ah, wie cool. Dann nehmen wir doch das da hin. Sehr schön. Insekten, also zu essen haben die eigentlich genug. Die müssten so langsam mal
dazu übergehen, dass das alles in Ordnung ist. Vielleicht sollte ich hier dann doch noch mal ein bisschen Fleisch hinstellen. Gut. Bäume. Die brauchen Bäume. Ein paar Bäume. Ein bisschen was Größeres. Ne, den haben wir jetzt schon so oft. Oh, der ist schön. Oh, ist der toll. Einfach so in die Mitte rein. So ein Riesenbaum. Hier. Dann sieht man auch noch ein bisschen was. Was 30 bis 50. Wir haben hier jetzt 25. Was schlüpft da? Der Strauß schlüpft. Okay. So, das sollte jetzt für den Bauch... für den Baum meine ich natürlich in Ordnung sein. Also die Schimpansen sind schwer zu... zufriedenzustellen. Ich will klettern. Ja, klettern ist hier ja genug. Kletterbaum ist ja hier. Ich will klettern. Ich will klettern. Machen wir noch einen Kletterbaum dahin. Zack. So, dann könnt ihr da klettern. Es ist auch nur noch Klettern. Also das müssen sie noch entdecken und dann passt das auch. Die Hangelstange haben wir da hinten stehen. Ja, würde ich das erstmal so lassen, wie es jetzt ist. Und dann gucken wir mal, dass wir uns dann um die nächste Tierart kümmern. Was fehlt uns denn jetzt noch? Oh, was ist denn hier los? Ich brauche Mineralien. Das sollst du bekommen. Hier. So, wir gucken mal eben hier. Alles okay? Alles gut. Ausgeschlüpft, Straußen. So, dann gucken wir nochmal eben nach unseren Tieren. Diese komischen Hügel gefallen mir nicht. Das ist was, kann ich nicht nachvollziehen. Wahrscheinlich hätte das Krokodil das gerne alles ebenerdig, also dass er halt ebenerdig ins Wasser kommt, aber das geht halt nicht wirklich. Das kann man nochmal probieren, das anzuheben, dass wir das nochmal ein bisschen anpassen. Ja, das wäre noch was, aber dass der halt so ebenerdig wie möglich in dieses... Wasser gehen kann dann. Wir probieren das mal. Das machen wir jetzt erstmal weg. Da kümmern wir uns gleich um die restlichen. Einmal drehen. Oh, was ist denn da los? Wahrscheinlich zu viele. So. Okay. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das okay ist oder ob uns das nicht überläuft letztendlich. Ja. Hier würde ich dann einfach den Rand ein bisschen smoothen. So. Und dann stellen wir da nochmal einen Teil hin. Einen Wasser... Dingensen, da einen kleinen. Da hinten. Und dann hier vielleicht noch einen kleinen. Und dann gucken wir jetzt mal, was passiert. Mal abwarten. Also das sollte dann vielleicht weg, weil das wäre dann unter Wasser. Das wäre also nicht mehr so wirklich toll. Wir warten hier mal ab. So, dann gucken wir bei denen mal. Was ist da los? Zu viele Artgenossen in meiner Nähe. So, dann verkaufen wir mal alle Seeteufel-Jungtiere. Alles gut. Was haben wir noch? Wildkaninchen hat auch zu wenig Platz zum Gehen. Dann verkaufen wir da auch mal alle. Schimpansen. Reh, bräuchte Kornfutter. Ja, ich finde, das sind zu viele Rehe. Wir verkaufen hier auch mal ein paar. Das sind alles Männchen. Da ist ein Weibchen. Da auch. Die ist schwanger, die bleibt. Die auch.
Der nicht. Schwanger. Alle schwanger. Ach, da ist ein Mini-Rät dran, okay. An der Glocke. Gut. Etwas Gemüse wäre toll. Oh Gott, sind das viele. Alle Jungtiere verkaufen. Gemüse ist aber da, ist alles gut. So, was ist da? Kalt. Dann sollten wir hier vielleicht auch nochmal einen Heizer reinstellen. Das kann den Hasen auch nicht wirklich schaden. Voll das Riesengerät. In so einem kleinen Gehege. So. Gut, was haben wir jetzt noch? Riesenpanda. Der Boden ist mir zu weich. Hä? Berge. Berge. Hier können wir eigentlich auch mal welche verkaufen. Mal zwei Stück. Ja. Okay, dann haben wir nämlich hier wieder genug. Ich wäre gern wieder in den Bergen. Okay. Bongo 2 ist trächtig. Sehr schön. Shetland Pony. Ich brauche Grünfutter. Oh, ist das aber auch gar nicht schön. Hier ist ja alles leer und so. Dann verkaufen wir jetzt auch mal ein paar. Dass hier mal ein paar weniger sind. Okay. Gut. Alle flitzen alle in Unterstand, weil das Wetter so blöd ist. Hier ist ja überhaupt gar kein Zaun mehr. Aber hier ist doch irgendwo ein Handwerker. Nein? Ja, doch, hier? Nee, war nicht wahr. Hier, da ist doch einer. Da, mach da heile. Ich weiß nicht dein Gebiet, aber mach da heile, hier. Müssen wir da gleich mal den Zaun neu machen. Aber eigentlich sollte der schon zumindest ein Stück weit zuständig sein, ne? Für dieses Gebiet hier. Was ist das da? Ein Müllmann. Was machst du im Gehege? Jetzt muss jetzt einfach das Ding hier weichen und da muss da noch ein Handwerker hin. Und dem sein Gebiet verschieben wir dann einfach ein bisschen. So. Ich würde dich gerne ein bisschen verschieben. Und zwar so in die Richtung. Dann sei mal zuständig. Wo bist du? Na los. Da, zack ich. Bist dafür zuständig. Mal gucken, ob der das heile macht. Wo ist der Tierpfleger, der für dich hier zuständig ist? Der ist irgendwie nicht da. Hier ist aber auch nur ein Tor da hinten, ne? Und da ist der Tierpfleger, glaube ich, ziemlich überlastet. Vielleicht machen wir hier einfach nochmal ein Pflegertor rein, dass wir da das ein wenig entschärfen können. Dieses Problem. So. Weil dann kann der hier nämlich auch für die zuständig sein, ne? Sollte doch passen, ja, das passt. Handwerker, machst du jetzt da den Zaun heile oder was tust du? Auslastung 0%, das steht da rum. Ach, weißt du was, dann kaufe ich einen neuen Zaun, das ist doch doof. Oh. So, neuen Zaun gekauft. Muss auch ein neuer ran. Der hier ist auch kaputt. Also eigentlich müssten die das ja schon reparieren, aber das scheint nicht so ganz zu funktionieren hier bei unseren Ponys. So, das ist jetzt wieder heile. Hier ist auch kaputt. Da ist auch alles kaputt.
Gut, das kann sein, dass dafür kein Handwerker zuständig ist, weil wir hier keinen stehen haben, kein Handwerker. Aber das ist doch doof. Das ist doch mal richtig doof irgendwie. Hier ist doch ein Handwerker. Aber der ist wieder nicht, wieder für nichts zuständig. Und der da? Das ist ein Gärtner. Aber hier habe ich doch irgendwo Handwerker zwischengestellt gehabt, oder nicht? Ach, das war hier, ja. Ja, aber ich meine, hier steht einer und selbst da ist der Zaun nicht repariert. Auch nichts repariert. Alles kaputt, aber nichts repariert. Sehr merkwürdig. Wirklich sehr, sehr merkwürdig. Und das ist irgendwie nicht richtig, wenn man das da nur drüber pappt. Okay, ja, sollte doch jemand für zuständig sein. Handwerker. Kriege ich da nicht unter. Nicht mal eben so. Und da bringt er mir dann nichts mehr. Sind wir denn doch da? Wo kann ich jetzt diesen Handwerker hinpacken, dass der mir hier zumindest ein bisschen was repariert? Sonst, Moment, wir machen einfach hier weg und das weg. Und, nee, das nicht. Das weg. Stellen da den Handwerker hin. So, und machen dann da einen neuen Zaun. So. Das ist doch eine Möglichkeit. So, was hatten wir da? Wir hatten da, nee, den Zaun hatten wir da, genau. Hallo? So, Herr Handwerker, Sie haben hier mehr wie genug zu tun. Ich weiß das, habe das nämlich schon alles gesehen. Also, gib Gas. Gut, okay, dann würde ich jetzt erstmal den Part beenden und im nächsten gucken wir dann weiter. Also, bis denn. Ciao, ciao.